Hey Leute, ich habe gedacht, ich stelle euch heute mal ein paar neue Marken vor, die es bald oder seit kurzem bei Rossmann, DM und Douglas geben wird. Und ich hoffe, da werden so ein paar coole Produkte dabei sein, die ihr euch vielleicht auch bald holen möchtet. Und deswegen würde ich sagen, ich zeige euch einfach mal die Produkte. Die erste Marke, die ich euch vorstelle, habe ich auch direkt schon auf meinen Wimpern. Und zwar ist das Allure. Die wird es bei Rossmann geben. Ich blende euch mal das Datum hier ein, weil ich bin mir nicht sicher, ob es die jetzt schon gibt oder ob das erst nächste Woche sein wird. Und ich habe da gerade die Naturals drauf. Und ich bin ja eigentlich auch nicht so der Fan von falschen Wimpern. Aber ich finde die wirklich toll, weil die so dünn sind und dadurch lassen die sich ganz leicht am Wimpernkranz anbringen. Und es gibt echt ja sehr viele coole Modelle einfach. Also gerade auch hier die Lengthening sind echt toll. Oder halt auch sehr krass hier die Volume-Wimpern. Und was ich auch heftig finde, sind diese hier. Also die sehen alle echt toll aus, sind von der Qualität super, sodass man sie auch öfters dann mal tragen kann. Eine Marke, die es auch neu bei Rossmann gibt, ist die Marke Kiss. Die haben zum Beispiel auch so einzelne Wimpern zum Ankleben. Das finde ich echt cool. Gerade hier gibt es so verschiedene Arten von Anklebwimpern. Also kurze, dann natürlich längere und Haute Couture, klassisch. So, dass man immer gucken kann, worauf man vielleicht gerade Lust hat oder auf welche Veranstaltung man geht. Und ich habe mir noch zum zweiten Mal diese Nagelsticker geholt. Die finde ich auch sehr süß vom Design einfach. Aber ansonsten haben die auch wirklich so Gel Nails für zu Hause. Ich konnte die jetzt leider nicht testen, weil ich gerade aus dem Nagelstudio welche habe, aber die fand ich auch preislich echt okay und die Designs wirklich sehr hübsch. Also könnt ihr euch die Marke auch gerne mal ansehen. Die gibt es jetzt auch schon ein bisschen bei Rossmann. Eine Marke, die auch zu DM kommen wird, ich versuche euch hier auch nochmal das Datum einzublenden, ist NYX. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen und ich wollte euch hier auch einfach nochmal meine liebsten NYX-Produkte zeigen, damit ihr wisst, was ihr euch vielleicht dann holen könnt. Weil ich bin ein Riesenfan der Liquid Suede. Das sind wirklich so tolle Lipstains oder hier steht Cream Lipstick und gerade dieser rosane hier, das ist wirklich ganz große Liebe. Also ich finde den so schön oder auch diesen dunkelroten hier. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der gerne dunkle Lippen trägt, aber den finde ich auch wunderschön. Und natürlich ein Produkt, was glaube ich alle hypen, ist die Contouring und Highlighter Palette, aber die ist wirklich toll. Und ansonsten hat NYX einfach so viele spannende Produkte, auch für einen guten Preis. Gerade auch noch dieses Matte Fixing Spray oder diesen Pore Filler. Das sind so Sachen, die habe ich irgendwie immer in meinem Schminktisch drin und benutze sie halt auch total gerne. Und jetzt mal ein Produkt, was ihr bei Douglas oder in der Apotheke kaufen könnt. Und zwar ist das die Marke Quick Cap. Die haben quasi so Schönheitsgetränke, würde ich sagen. Das hier ist zum Beispiel so ein Drink mit Hyaluronsäure. Das heißt, ihr habt einfach Wasser, was ihr hier in die Flasche füllen könnt. Und dann habt ihr so Kapseln für verschiedene Sachen wie das Thema Sonnenschutz. Dann gibt es eins für, wenn ihr lernen wollt. Oder halt auch Beauty. Das ist mit Hyaluronsäure und schmeckt mir am besten. Und dann könnt ihr quasi einfach hier das Teil so runterdrücken. Und dann tröpfelt da dieses Pulver in diese Flasche rein. Und ihr habt ein leckeres Getränk zum Trinken. Und ich finde, das schmeckt echt lecker. Und ist super erfrischend und irgendwie so ein ganz cooles Gadget, was man mal ausprobieren kann. Und das gibt es bei Douglas oder halt in der Apotheke zu kaufen. Und ja, macht einfach Spaß, das mal auszuprobieren. Ich weiß nie, ja, ob man jetzt wirklich daran glauben soll, dass man dadurch hübscher wird oder das Hautbild sich verjüngt. Aber es schmeckt halt auch einfach lecker. Auch eine sehr coole Marke, die ihr bei Douglas oder online kaufen könnt, die ich euch vorstellen will, ist die Marke Nails Inc. Einfach weil die so tolle Nagellackfarben haben. Gerade diesen Neon-Nagellack, also die haben auch so einen wunderschönen Türkisen noch oder so einen rosé-goldenen Nagellack. Und ich finde, die sind preislich auch eigentlich ganz okay. Ich glaube, die liegen bei ungefähr 10 Euro. Und die sind halt auch mit sehr vielen tollen Stoffen noch versetzt. Also das hier ist jetzt noch mit Almond Oil und Matcha, also ich weiß auch nicht, wie die auf diese ganzen Zutaten noch kommen. Und das ist auch die Marke, die übrigens diesen Sprühnagellack hat. Für mich hat er noch nicht so gut funktioniert, aber ich kenne einige Leute, die damit super gut klarkommen. Und es ist halt auch einfach mal ein spaßiges Produkt, was man austesten kann. Auch eine Marke, die ihr schon mal in einem Video von mir gesehen habt, ist Beauty Bee. Die müsste es auch bei Douglas geben und ja, die haben
wirklich so tolle Produkte. Das hier ist jetzt mit Kokosnussöl so eine Bodybutter und wirklich die schmilzt einfach auf der Haut und riecht so angenehm. Aber die haben natürlich auch noch andere Sachen, wie so einen ganz süßen Lippenbalsam. Den kann ich euch auch mal zeigen, weil ich einfach schon die Verpackung so niedlich finde. Und ja, das sind halt einfach so Produkte, dadurch, dass sie schon so ein süßes Design haben, macht das ganz viel Spaß, sie so zu benutzen. Und ja, die fühlen sich auch einfach so angenehm auf der Haut an, dass man wirklich so ein Wellnessgefühl dabei hat. Und was habe ich hier, glaube ich, auch noch? Oh ja, so eine Face Cream. Wie gesagt, ich finde das Design einfach so niedlich. Und das ist so eine Marke, die könnt ihr euch auch einfach gerne mal anschauen. Ich wette, da ist für jeden auch ein passendes Produkt dabei. Ich hoffe, es waren jetzt für euch ein paar spannende Produkte dabei. Es kommt ja auch bald noch eine neue Marke in die Drogerie. Und zwar heißt sie, glaube ich, Love oder L-O-V. Und wenn ihr wollt, dass ich dazu auch nochmal ein Video mache, dann könnt ihr gerne mit diesem Emoji hier kommentieren. Ansonsten lasse ich euch auch gerne nochmal den Link zur EndU-App in der Infobox. Da könnt ihr euch gerne anmelden und da schon mal vorbeischauen. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir auf Snapchat und auf Instagram folgt. Dann wisst ihr immer, was sonst so in meinem Leben passiert. Und ja, jetzt habt noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!